Und zurück bei The Last of Us hier in Seattle, mittendrin in Part 2 des Remasters für die PS5. Barkus. Jetzt haben wir einen Schlüssel gefunden. Jetzt können wir da reingehen. Ich hoffe, da ist kein anderer drin. Vielleicht finden wir da ein Haustier für uns. Oder einen Hund oder so als Begleitung. Aber wahrscheinlich eher nicht. Ja gut, gehen wir rein. Weiterhin viel Spaß mit dem Let's Play von Telu 2 Remastered. Wir erkunden weiter das Seattle Stadtzentrum, suchen Benzin. Die Orte haben wir ja schon gefunden. Jetzt erkunden wir nur ein bisschen so Ach, Mist. die Karte. Ich hab's. Mal sehen, was hier drin ist. Den Bereich Open Map sozusagen. Davon müsste es echt noch so viele andere geben. Ich liebe das hier rumzulaufen. So, Barkus. Gucken wir mal, was wir finden. Scheiße, was ist das hier? Irgendeine WLF-Sache. Ein Versteck. Ein Versteck. Und die hatten Langeweile. Die haben gespielt. Natürlich, Zeit totschlagen. Lieber Zeit totschlagen als Menschen totschlagen. WLF-Propaganda. Erinnert mich an die Fireflies in Boston. In New Mexico auch, da gab es diese Ravens. Beschützer der Verfassung, so nannten sie sich selbst. Sie halten uns für Schafe. Zeigt die Zähne. Kommt zur Washington Liberation Front. WLF. Propaganda. Oh, Pillen. Sehr schön. Oh, sehr viel Material, muss ich ich sagen. Ich glaube, hier haben wir alles. Sehr viel Material. Das stimmt doch gar nicht. Guck da erst einmal rum. Warum denn so früh? Warum gibst du so früh auf? Da kann noch viel mehr sein. Da ist noch viel mehr. Zum Beispiel das hier. Treffer. Eine Schockbombe, die wir jetzt herstellen können. Jetzt können wir Schockbomben herstellen. Aber wir brauchen noch Material dafür. So, wir können weiter 100% Bewegungsgeschwindigkeit. Oder? Warte, warte. Herstellungsgeschwindigkeit. Prozent Bewegungsgeschwindigkeit. Durchstehen. Du überlebst normalerweise tödlichen Schaden mit geringer Gesundheit und hast eine Möglichkeit zur Flucht. Na komm. Wir versuchen das hier alles nach und nach freizuschalten. Wer weiß, was das gut ist. Was haben wir denn da? Ah, der Plan des Konvois. Was ist das? Das sind ihre Angriffspläne für den Konvoi. Mann, die WLF haben das Militär einfach ausgelöscht. Sowas haben die Fireflies nie geschafft. Alles nur gut lesbar, ne? Alles nur gut lesbar. Bei WLF ist ja auch, glaube ich, ein bisschen besser organisiert. Ich weiß nicht. Wobei Fireflies, die ganz früheren vielleicht schon. Die jetzigen oder kurz vorm Ende. Naja. Oh, guck mal da, Spielzeugmaus. Boonie und Ghost würden das lieben. Wer? Wer? Die Wildkatzen, die ich hatte, bevor ich nach Jackson kam. Aber sie wollten irgendwie nicht mitkommen, also ich vermisse die kleinen Tiger manchmal. Hast du Haustiere? Nein, das war noch nie mein Ding. Wenn wir hier fertig sind, können wir dir vielleicht ein kleines Haustier besorgen. Okay, gut. Ach, sie hat doch dich. Sie hat doch dich.
Oh, guck mal da. Oh, ein Holster. Hat sich gelohnt, hier reinzugehen. Könnte man auch übersehen, ne? Das könnte man auch übersehen. Nachladen müssen wir nicht. Alles noch vollgeladen. Hat sich gelohnt, hier reinzugehen. Es gibt sogar noch Tiernahrung, haben wir gesehen. Ist also nicht ganz ausgeplündert hier. Das war Barkus. Das war doch mal gut, dass wir hier reingegangen sind. Die Fahrt zum Mond hat sich gelohnt. Sehr schön. Schimmer, komm her. Auf Pferdes Rücken reitet sich entspannter. Hey, das Gebäude da hinten hat eine Art Kuppel. Ja, es hat es. Ja, du hast recht. Ist jetzt auf der Karte. Ein möglicher Ort für Benzin? Fragezeichen. Entweder dort oder im Gericht. Das ist hier die Frage. So, der Music Shop ist auch da. Rationsausgabezentrum. In Boston standen wir ewig an. Und es war scheiße. Ich würde irre werden. Manche wurden es. Ja, vor Hunger. Verzweifelt. Rationsausgabezentrum. Ja, es gibt diese Buntglasfenster an. Die sind ziemlich selten. Ja, ist auch ein besonderes Gebäude. Ein besonderes Gebäude. Wir gucken aber erst später da rein. Wir gehen da erst später hin. Wir erforschen noch andere Sachen erstmal. Was haben wir denn hier? Alte Akten. Super. Interessant. Interessant. Jemand hat hier gekämpft. Und zwar vor kurzem. Glaubst du, das war Tommy? Vielleicht. Aber wie ist der hier reingekommen? Wie ist er hingekommen? Mit Pferd vor allem, wenn er eins hat. Oder hat er einen anderen Eingang gefunden? Aber es ist Tommy. Er schafft es schon. Irgendwie. Komm. Bevor das Ganze hier einstürzt, ich habe keinen Bock, begraben zu werden von den alten Gebäude. Boah, krass mit dem Panzer da unten. Oha. Oh, seh dir mal den Panzer an. So sollten Panzer aussehen. Überwachsen. Überwachsen. Na, wer bist denn du? Wer bist denn du? Watcher, ich möchte nochmal auf unseren Streit gestern zurückkommen. Ich verstehe deine Bedenken und deine Zurückhaltung. Aber hör zu, wir haben die Federer bereits ausgedünnt. Viele ihrer Soldaten haben sich unseren Kampf angeschlossen. Und wir wissen, dass sie sich durch die Tunnel davon schleichen wollen. Das gibt uns die einmalige Gelegenheit, Torres und seinen Schergen den letzten Schlag zu versetzen.
Wie viele unserer Leute werden sterben, wenn wir zulassen, dass sie sich neu formieren? Unsere Leute müssen an erster Stelle stehen. Du weißt das besser als jeder andere. Ich freue mich, dass du diese Fragen stellst. Es sind Fragen, mit denen Anführer jeden Tag zu kämpfen haben. Ich bin stolz auf deine Entwicklung, darauf, was für ein guter Soldat du geworden bist und darauf, dass du eines Tages ein guter Anführer sein wirst. Isaac. Ja. Irgendwie traurig. Ein Anführer wird dieser Watcher nicht mehr sein, es sei denn, der ist im Jenseits. Eine gute Führung. Boah, krass. Ich hab so ein Ding nie in Aktion gesehen. Ihr geht. Kein guter Tag für euch, was, Jungs? Was ist denn? Verbrannte Skelette. Uff. So will ich nicht abtreten. Fast wie bei diesen Astronauten. Wovon redest du denn da? Eine der frühen Mondmissionen. Die Elektrik fing Feuer und die Astronauten verbrannten in ihrer Kapsel. Na, immerhin sind sie für etwas Sinnvolles gestorben. Stimmt. Diese Kerle waren nur Wichser, getötet von anderen Wichsern. Tja. Wenn es da drin gebrannt hat, warum ist die Munition da nicht mit verbrannt? Das ist natürlich eine gute Frage, ne? Aber ich glaube, ich soll nicht so viel fragen, glaube ich. Am besten, ich lasse es einfach so, wie es ist. So. Na dann gucken wir mal hier weiter. Da gab es ja noch eine Bank. Die passt vielleicht noch gut in die Folge. Die passt jetzt noch gut in die Folge. Da, das Schild. Ich glaube, wir haben die Bank gefunden. Ja, das glaube ich auch. Entscheid du. Ja, immer. Für Zinsen tue ich alles. Na dann. Westlake Bank. Boah, sieht aus, wenn sie jeden Augenblick zusammenstürzen würde. Und das wird irgendwann passieren wahrscheinlich. Oder zumindest teilweise. Weiß ich, wie die Stahlträger drauf sind. Aber vielleicht haben wir ja noch Glück und kommen da irgendwie heil rein. Und wieder raus. Das ist cool. Auf eine Scheiße, wir könnten zerquetscht werden, Art. Ja, entspann dich. Das ist bestimmt schon seit Jahren so. Das wird mich heute einstürzen. Glaub ich. Gefällt mir nicht. Sei nicht so laut. Das Hallen könnte was anlocken. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, es sind Runner und Klicker. Lautloser Kill. Okay, Vorsicht, 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 Vorsicht. Was ist? Pass auf! Junge! Pass da auf! Junge, war das knapp.
gute Idee, das hier zu machen. Okay, es ist nur ein Johanna. Zwei Johanna. Und ein Klicker. Sind alle dort, okay. Wir sollten uns vielleicht... Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Die haben alle was dabei, ne? Die haben alle was dabei. Sehr gut. Haben alle was dabei. Wir werden belohnt. Okay. Das waren alle. Mhm. Tja, das ist die Bank. Was sind das für Westen? Das sind doch keine Soldaten. Ja. Weiß nicht. Eine andere Gruppierung. Gab ja mehrere. Mal kurz was herstellen. Ah, guck mal hier. Die Axt kann man verbessern. Sehr schön. Fühle ich mich sicherer. Jetzt können wir hier ein bisschen looten. Lieber looten statt bluten. Hier ist nichts mehr. Alles genau angucken. So, was gibt es denn hier noch zu finden? Dankeschön. Vielen Dank. Lieber Schrank, vielen Dank. Oh, die Saves. Tresortür. Komm, ich weiß jetzt die Kombination natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Untersuchung? Irgendwas hier? Ne, schade. Alles verschlossen. Alles komplett verschlossen. Mist. Aber es kann schon drin sein. Geld können wir eh nicht mehr gebrauchen. Außer zum Verbrennen natürlich. So, was haben wir denn hier? Ah, der Code. Ich glaube, diese Schutzwestentypen wollten die Bank ausrauben. Oh Mann, das ist wie dieser Film. Welcher? Der mit den Surferbankräubern. Oh ja, ich liebe diesen Film. Welcher Film genau? Gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr den Titel wisst.
Tresor, 60-23-06. Ablösung der Wache X, tagsüber alle 2 Stunden, nachts alle 4 Stunden. L liefert NKB ab. Ankunft vor der Eingang 0100. L fährt nach hinten. NKB treffen auf Sicherheitsdienst. N vor der Tür. K Hintertür. B Tresorraum. NKB wachen Sicherheitsdienst. B holt Tresor. NKB treffen. L hinter Gebäude. Sie wollten wirklich am Tag des Ausbruchs die Bank überfallen. Aha, schau mal an. So, 60-23-06. Gucken wir mal. So. Sesam, öffne dich. Okay, da ist einer drin, der nicht rauskam. Der hat eine Waffe. Oh. Der hat erstens einmal den schnellen Ausweg genommen. Und seine Waffe ist noch gut für uns. Yo. Danke, Mann. Pumpgun. Danke, mein Freund. Pumpgun. Kann ich gut gebrauchen. Sehr schön. Dir das ganze Geld an. Die Tasche ist voll. Mann, früher in der alten Welt, wären wir reich. Dina, das ist mein Geld. Meins. So viel Geld. Erinnere mich ein bisschen an GTA 5. Nur so ein bisschen. Da lesen wir mal. Faxis. Diese Scheiße. Ich sollte nicht mal hier sein. Der verdammte Neil hat mich belabert. Hat gesagt, die Polizei wäre so beschäftigt mit den ganzen Kranken, die überall herumlaufen. Hat gemeint, es wäre ein Kinderspiel. War ja klar, dass diese kranken Arschlöcher hier auftauchen mussten und dann alles schief gelaufen ist. Ich habe eine von Kyle weggezerrt. Der hätte mir fast den Arm abgebissen. Und dann haben mich meine eigenen Leute hier eingeschlossen. Die Cops werden bald da sein. Wenn ich untergehe, gehen meine Freunde mit mir unter. Ich werde es den Zeitungen erzählen, dem Fernsehen, verdammt nochmal jedem, der es hören will, dass Kyle Peters, Leon Travis und Neil Grant gottverdammte Feiglinge sind. Ich fühle mich gerade echt komisch, schwitze wie ein Schwein. Arme ganz rot und schwarz, wo sie mich gebissen haben. Kann ich klar denken. Oh Scheiße, passiert es so? Werde ich zu einem von ihnen? Scheiß drauf, wenn ich drauf gehe, dann wäre ein echter Mann. Sie wollten die Bank am Ausbruchstag ausrauben. Kam Ihnen wahrscheinlich schlau vor. Okay, der war infiziert auf jeden Fall. Hat sich dann doch das Leben genommen. War besser als hier lebendig eingeschlossen oder als ewiger Infizierter hier eingeschlossen herumzuirren, dann fähig als Klicker oder Bloater hier rum zu vegetieren. Oder einfach nur als Uninfizierter hier zu verhungern und zu verdursten. Oder wenn die Sauerstoffreserven nachlassen, zu ersticken. Er hatte also eine Waffe und hatte die Wahl. Auf Polizei warten, die ihn vielleicht rausholt, oder die Polizei, die schon überrannt wurde, ja, oder seine Pumpgun. Vielen Dank für nichts. So viel Geld, heute nichts mehr wert, heute nichts mehr wert. Naja, und jetzt gucken wir uns noch mal kurz
ein Schließfach genauer an. Nicht das, sondern das. Und zwar hier kann man leicht was übersehen. Hier kann man leicht was übersehen, denn da ist noch was. Und zwar ein geheimes Easter Egg. Ein Ring. Ein Ring, ein Ring, ein Ring, ein Ring. Sic Parvis Magna, 29. Januar 596, 932, 79. Leute wissen vielleicht Bescheid. Ein Easter Egg zu einem anderen Spiel, was aus Naughty Dogs Feder stammt. Uncharted. Der Ring von Nathan Drake. Den kann man hier finden. Aber eine Trophäe erhalten. Größe aus kleinen Anfängen. Aber den Ring kann man leicht übersehen, wenn man direkt weitergeht. Gevatter Gronkh zum Beispiel damals hat diesen Ring übersehen. Der hat nur aufgemacht und ist dann weitergegangen. Der hat nicht so lange verharrt. Kann man auch leicht übersehen, wenn man nicht weiß, was da ist. So, eine weitere Trophäe. Und dann geht's hier raus. Oh nein, das klingt nicht gut. Oh nein, wo kommen die denn her? Wo kommen die denn jetzt her? Ah, wo kommen die denn jetzt her? Stuff. Und für die Menschlichkeit. Oh, Glück gehabt. Wir erlösen sie für Stuff und für die Menschlichkeit. Zum Glück nur zwei. Aber wir sind hier durch. Okay. Okay, zum Glück nur zwei. Noch einen Kugelschreiber mitnehmen. Noch einen Kugelschreiber. Die gibt es auch nicht mehr so wirklich. Ich will welche mitnehmen. Die Bank ist abgeschlossen. Also ich will ein paar Kugelschreiber mitnehmen. Ich glaube, die gibt es nicht mehr so in Massen. Ein paar kleine Notizen oder so, ne? Oder zum Handeln. Ja, das war die Bank. Hey, wenn es noch wie früher wäre, was würdest du von dem Geld kaufen? Ich weiß nicht. Vielleicht eine große Farm? Aber du kannst jetzt eine Farm haben. Okay. Was würdest du kaufen? Ein Raumschiff. Oh, ach ja, dein Astronautending. Hey, das ist cooler als eine Farm. Eine Farm ist viel praktischer. Ich mag diese Gespräche. Ja, das war die Bank. Das war echt Wahnsinn. Wir haben jetzt eine Schrotflinte, also... War schon okay. Das stimmt. Okay, suchen wir das Benzin. Ja. Aber erst noch ein bisschen Musik. Dann haben wir hier alles erkundet. Dann können wir noch die letzten beiden Locations in der nächsten Folge angehen. Gehen wir mal in den Music Store, in den Music Shop. Book Festival 2013. Marion Street. Gibt's die wirklich? Also die Kuppel gibt's wirklich, glaube ich.
Voyant, Music Hey, Shop. Musikladen Valiant. Wollen wir Valiant. Vorräte suchen? Ja, immer, natürlich. Wir sind musikalisch. Wir müssen da rein. Wir müssen da rein. Ach, guck mal da. Das kennen wir ja noch irgendwoher. Dawn of the Wolf. Warte mal. Ich gehe mal ganz kurz nochmal kurz hier lang. Nochmal ein paar Gegenstände einsacken. Boah, sieht so cool aus, ne? Es sieht einfach nur cool aus. Gerichtsgebäude. Was haben wir denn da Schönes? Oh, ein weiterer Zettel. Ein weiterer Brief. Gavin. Derrick hatte letzte Woche Probleme mit einem kaputten Fenster und er hätte sein verdammtes Bein verloren, wenn wir ihn nicht so schnell in die Sirena gebracht hätten. Ich habe jetzt ein paar Vorräte an verschiedenen Orten im Zentrum verstaut. Für zukünftige Notfälle. Gebrochene Beine, Infizierte, den Mist, den Derrick immer passiert und was weiß ich. Du wolltest doch ohnehin zum West-2-Kontrollpunkt. Kannst du ja die Vorräte wieder auffüllen. Das Tor wurde seit Jahren nicht benutzt, aber die Kombination in der alten Code ist der alte Code für West 2, Allison. Da waren wir ja schon gerade, ne? Da war da gegenüber. Das war der Bereich da vorne. Hier gibt es also einen Hinweis dazu. Okay, interessant. Und was haben wir hier noch? Oh ja. Ein paar Pillen. Ein paar Pillen. Autsch. danke schön. Ja, noch nicht. Noch nicht. Später. Später. Music Store wollten wir, ne? Wobei, weißt du was, das machen wir in der nächsten Folge. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Dann können wir da reingehen und dann hinterher. Oder wir gehen zuerst in diesen, in das Kuppelgebäude rein. Und das bewahren wir uns dann auf, wenn wir das Benzin gefunden haben, als kleine Belohnung. Ich glaube, das ist ganz gut, ne? Ja, machen wir es so. Als nächste Folge geht es dann einmal hier ins Kuppelgebäude. Wenn wir da kein Benzin finden, geht es ins Gerichtsgebäude. Nach Belohnung, wenn wir das Benzin dann gefunden haben, wenn wir welche finden werden, gehen wir dann nochmal ins Music Store, Music Shop Gebäude. Machen wir erstmal kurz einen Folgenbreak. Treibstoffausgabe. Na bitte. Hedra hat das hier mehr als gesichert. In Boston war immer das Essen knapp. Hungrige Leute drehen durch. Das stimmt. Werden zu Verbrechern. Und Verbrecher werden ausgewiesen. Also alles geplant, um hier
Ja, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall wurden die Vorräte knapp und die mussten Leute loswerden. Gut, Freunde, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gerne mal Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Gerne mal einen Daumen da lassen und ein Abo mit Glocke. Würde mich sehr freuen. Ihr könnt auch gerne mal irgendwelche Spiele in die Kommentare schreiben, die ich mal spielen soll. Würde mich sehr freuen. Dann sage ich jetzt ciao und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war eine weitere Folge von Telu 2, die Remastered Version für die PS5. Also, macht gut, bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.